Park eines weltberühmten Schlosses. War es bis vor einigen Jahren für die Tiere eher zum Davonlaufen, so wird inzwischen, wie hier bei den Geparden, modernste Wildtierhaltung betrieben, im ältesten Zoo der Welt. Schönbrunn, das ist nicht nur die Pracht des kaiserlichen Schlosses und seiner Gärten. Im Palmenhaus tauchen die Besucher ein in die exotischen Welten des Regenwaldes. Ein üppiges Reich aus Bäumen, Büschen, Blüten. An die 400 Pflanzenarten gedeihen unter dem Glasdach des mächtigen und zugleich eleganten Bauwerks. Gleich nebenan flattert es den ganzen Tag über. Im Schmetterlingshaus sorgen tropische Nektarpflanzen, unterstützt durch Zuckerwasser, entlang der Besucherwege für farbenfrohe Anblicke. Schon vor 250 Jahren wurden in Schönbrunn exotische Tiere gesammelt. So stellte der Ehemann von Kaiserin Maria Theresia in die barocke Parkanlage einen Pavillon, in dem standesgemäß gefrühstückt werden konnte. Der Clou: ringsherum fremdeste Geschöpfe aus der weiten Welt. Heute herrscht hier kein Habsburger mehr, sondern Helmut Pechlaner, Direktor des Tiergartens Schönbrunn. Der Frühstückspavillon des Kaisers ist das Herzstück der historischen Menagerie. Geometrisch angeordnet sind die... Von den kurzen Sprints bis über 100 Stundenkilometer schnell sind in der Savanne Ostafrikas nur die wenigsten erfolgreich. Häufig entreißen Hyänen, Löwen, Leoparden und andere ihnen die Beute und nicht selten ihre Jungen. Geparden gehören zu den gefährdetsten Tierarten überhaupt. Denn auch in den meisten Zoos, ohne den täglichen Kampf ums Überleben, ist es mit ihrer Vermehrung nicht zum Besten bestellt. Es wird vermutet, dass schon vor langer Zeit ein kritischer Engpass bei der Gesamtzahl zu einer Schädigung des Erbmaterials geführt hat, also eine Folge von Inzucht. Umso wichtiger ist heute jeder geglückte Wurf auch von Zootieren für den Erhalt dieser Großkatzenart. Geparden sind zumeist Einzeljäger, die von der Entwicklungsgeschichte auf eine spezielle Jagdmethode festgelegt wurden. Aus vollem Lauf wird die Beute mit einem kräftigen Hieb zu Boden geschlagen. Ein Kehlbiss wirkt anschließend das Opfer zu Tode. Für größere Kämpfe oder weitere Verfolgungen sind Geparden dann in aller Regel zu erschöpft. Die Krallen haben eine doppelte Aufgabe. Anders als lange vermutet, können sie, wie hier deutlich zu sehen, auch ausgefahren werden. Im Gegensatz zu anderen Katzen werden sie aber niemals vollständig eingezogen. So erhöhen sie in Nullstellung, wie Spikes, die Bodenhaftung beim Laufen und sind im Sprung blitzschnell auszufahrende Enterhaken. Helmut Pechlaner hat seinen Ideen von einem modernen Zoo sichtbar Taten folgen lassen. Reichte die Fläche der historischen Gehege doch nicht, wurden größere Anlagen geschaffen. Tiger wollen sich verstecken, voreinander und auch vor dem Publikum. Aber ganz wichtig für den sibirischen Tiger ist auch das große Badebecken. Ja, und da kann dann eine Zucht funktionieren und wir hoffen, zur Erhaltung mithelfen zu können. Erhaltung, das heißt im Fall des sibirischen Tigers, dass zumindest ein Überleben in Gefangenschaft gesichert wird. Sein Schicksal als Wildtier steht auf einem ganz anderen Blatt.
Nebenan Jaguar, darunter dieser schwarze. Seine Krallen, regelrechte Dolche, fährt er nur zum Beuteschlagen und in schwierigem Gelände aus. Noch bis vor einigen Jahren mussten auch solche prachtvollen Tiere hier in engen Käfigen darben. Der Tiergarten galt als Schmuddelecke inmitten der Prachtanlage von Schönbrunn. Und heute, nach ihrem Auszug. Weniger historisch wertvoll, dafür geräumig. Ein Gehege, das Platz für privaten Genuss bietet. Allein oder auch zu zweit. Und wie daheim in Nordafrika gibt es Mähnenspringer, Wildziegen. Auch die Erdmännchen, eine Schleichkatzenart, bekamen Gesellschaft aus dem alten Affenhaus. Von den Meerkatzen. Auch die Klammeraffen klammern sich nicht mehr an alte Gitter. Das Haus, das sich einst 16 Arten teilen mussten, beherbergt nach der Renovierung nur noch 5. Wie zum Beispiel Katas und rote Waris. Beides Halbaffen, die nur auf Madagaskar vorkommen. In der Natur, als Wildtiere, sind sie schon vor über 5 Jahrzehnten verschwunden. Ja, die Przewalski-Urwildpferde konnten wirklich nur mit ganz knapper Not vor der Ausrottung bewahrt werden. Zu einem Neubauplatz. Doch zugleich wurde er hierher gerettet. Stein für Stein, Balken für Balken. Trotz harter Arbeit und knapper Kassen entstanden früher immer schon solche Bauten. Außen und innen schön. Und hier im Krummeltal überlebten vor einigen Jahren die allerletzten Tauernschecken. Äußerst robust und trittsicher, dank Mut und Hörnern wehrhaft gegen Fuchs und Adler. Die springfidelen Ziegen könnten also hoch hinaus, auf steilste und entlegenste Hänge. Doch da gibt's Ärger. Durch die Zucht, die Hans Wallner mit der verbliebenen Handvoll Tieren begann, hat er die ganze Rasse erst einmal gerettet. Aber die Kletterspezialisten müssen hier wohl weiterhin mit einer umzäunten Wiese in Talnähe vorlieb nehmen, wenn nicht eines Tages nur noch mit einem Leben im Stall. Kaum von der Kette wird die Rangordnung geklärt und demonstriert, zu was die beachtlichen Hörner nützlich sind. Die Ziegen dürfen die Wallners gerade mal vor die Tür lassen, aber nicht weiter. Bestimmten früher die Bauern, was auf den Hochlagen weidete, so reden inzwischen einflussreiche Jagdherren ein Wörtchen mit. Ziegen gelten hier auf einmal als Waldschädlinge und in Rauris sollen sie einige Steinböcke nicht zu sehr von ihren eigenen Geißen ablenken. So haben im Sommer, wenn der Schnee die Almen freigibt, die Ziegen da oben nichts mehr verloren. Tirol, Tuxertal. Eus, eus, eus. Eus! Eus, eus! Einmal in der Woche nur müssen Franz Fankhauser und sein Sohn auf den Hochweiden nach dem Rechten sehen. Den Tieren reicht, was steilste und kargste Hänge bieten. Nur Salz kommt aus dem Tal. Tiroler Steinschafe, auch sie drohten auszusterben. Solange durch eine Tierart keine Überweidung droht, geraten Wildtiere mit Schafen und Ziegen nicht ins Gehege, sagt Franz Fankhauser, ein begeisterter Jäger. Die Vitalität der Steinschafe beeindruckte Fachleute schon immer. Einige, darunter Zoodirektor Helmut Pechlaner, hatten dem Bauern Fankhauser irgendwann ins Gewissen geredet. Ich glaube, vor 30 Jahren. Das saftige Gras der Wiesen am Hof wird für den langen Winter gebraucht. Und bevor es auf die Alm kommt, muss das Vieh mit der steilen und oft kargen Waldweide vorlieb nehmen. Doch die Grauen sind genügsam und kämen sogar ohne teures Kraftfutter aus. Verblüffend
die Trittsicherheit der kleinen Rinderrasse. Präzision in sich verstrickt, muss sich rächen. Lange warst du ungreifbar, nun bist du dir selbst hässlich der Nächste. Klinisch entblößt, auf Karten verzeichnet, ein Magazin heißer Drähte vom Zentrum zum kleinen C, eingeklemmt zwischen Logos und Feeling, fragt sich, wer hält hier wen fest. Nichts von dem, was sich im neuronalen Netz fing, war dir wirklich ernst, selten stand mehr im Programm als Betrug, psychische Tricks oder Schlüsse wie dieses Cogito Ergo. Alles im Griff, Flugkörper, Sprachen und Religionen, hast du nur eins unterschätzt, dieses Ich besser, es läge noch immer vor seinem Schlag aus der Art, glücklich im Koma.